Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Und heute habe ich jemanden neben mir, den kenne ich schon ganz, ganz lange. Und wenn euch diese Folge gefällt, wisst ihr schon, seid immer so lieb und gebt uns eine Bewertung bei, ja, wo du das hörst, iTunes, Deezer, Spotify. Es gibt ja diverse Plattformen, über die wir auch gleich alle reden werden, weil wir haben jemanden hier, der es geschafft hat, wirklich in für mich Rekordzeit etwas aufzubauen, einen Namen aufzubauen, eine Community zu bauen, die Selfmade Community. Und es gibt wenig Menschen, die ich bei Instagram anschaue. Ihn schaue ich jeden Tag an, Torben Platzer. Und der sagt immer, hello, Selfmades. Und dann kannst du einmal so machen, wie du dann so machst. Du machst immer dann mit zwei Fingern irgendwie so. Ja? Ja. Das ist so, ist dir das noch nie aufgefallen? Nee, so Bruderfaust ans Herz. Hm? Dann sagst du so Selfmade. Ja. Und dann kommen Tipps. Ich mache immer ganz viel mit den Händen und die Leute schreiben immer, ja, benutze ich so viel Gestik. Ich find's Hör auf, mit deinen Händen immer so zu machen. Ich finde es mega, ist wie der Real Talk. Mhm. Hello, Selfmade Community. Torben Platzer stammt aus der kleinen Stadt Delmenhorst. Da kommt auch irgendeine Berühmtheit nochmal her. Sarah Connor. Mhm. Gut, kennst du sie? Ja, ganz gut. Oh, gut. Was ein Einstieg. Bei Bremen. Der Gründer, Unternehmer und Branding-Experte lebt heute in München und ist Co-Founder der Medienagentur TPA Media GmbH, die spezialisiert ist auf das Personal Branding namhafter Unternehmenspersönlichkeiten. Darüber hinaus ist er an unterschiedlichen Unternehmen beteiligt. Wichtig sind Torben Platzer die Themen Bildung und Unternehmertum, für die er sich über sein Mentorship-Programm Selfmade besonders bei jungen Menschen stark macht. Fällt mir auch auf, wenn du mal live gehst und die Leute, die reinkommen, das ist schon Mentorship, du bringst denen was bei, ne? Das ist wirklich, du bringst dir vor allem Dinge bei, die man nicht so an der Schule in der Uni lernt. Torben hat sich auf die Fahne geschrieben, jungen Menschen Perspektiven in der digitalen Welt aufzuzeigen, Strukturen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Und das Unternehmertum cool ist, das habe ich mir mehrfach auch schon aufgeschrieben bei dir. Herzlich willkommen, danke, dass du gekommen bist. Ja, Tobi, vielen Dank für die Einladung. Cool. Und für alle, die sich wundern, warum hier in der Commerzbank Arena 40.000 Menschen klatschen. Wir nehmen heute einen Podcast live auf. Am Ende gibt es dann noch live Fragen aus dem Publikum für dich. Ehrlich, ja? Ja. Okay. Wusstest du nicht, ne? Nö. Wir kommen aus einer Zeit, da haben wir uns gemeinsam kennengelernt, da haben wir mal Multilevel Marketing gemacht. Das stimmt. Genau. Wir sind ja auch mal bei Insta live gegangen, haben das so geteilt. War das dein Einstieg ins Unternehmertum? War das dein erstes Mal Unternehmertum schnuppern? Also wenn man es so nimmt, habe ich halt quasi angefangen, ins Unternehmertum reinzugehen, so mit der Gaming-Industrie. Mhm. Also ich habe das erste Mal quasi so Geld verdient oder mein eigenes Geld verdient im Gaming-Bereich. Da war ich, glaube ich, 14. Gaming heißt Computerspiele. Computerspiele, ja. Ich habe damals Moorhuhn gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt. Aber tatsächlich. Für mich ein Phänomen. Ich habe das immer gehört. Ja? Du hast es nie gespielt, Moorhuhn. Ich habe es nie gespielt. Ich war bei einem Unternehmen, wo das irgendwann, das werde ich nie vergessen, vom Vorstand verboten wurde, ja, dass Moorhuhn gespielt wird. Stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Ja, stimmt, weil damals viele so reingetappt sind und immer in der Zeit gezockt haben und so. Genau, das habe ich damals gespielt und es gab dann von ProSieben und Bild jeweils so einen Contest. Und da konnte man damals irgendwie eine Reise gewinnen, Auto gewinnen und so weiter, Geldpreise. Und das war das erste Mal, dass ich sozusagen was eigenständig gemacht habe, bin dann so in die Gaming-Industrie gekommen, war auch insgesamt 8 Jahre in dieser und habe dann quasi als Spieler oder als Creator von etwas? Nee, wirklich als Spieler. Und damit kann man Geld verdienen? Damals noch nicht so viel wie heute. Ich habe tatsächlich 2 Freunde, die wirklich damit wirklich ihr Leben bestreiten, auch heute noch. Und damals ging es aber um Peanuts. Also damals waren es wirklich kleine Geldbeträge. Heute spielen die Leute teilweise um Millionen von Preisgeldern. Also eine riesige Industrie. Im Computerspiel? Im Computerspiel, ja. Das ist zum Beispiel so eine Welt, weil ich selber noch nie gemacht habe. Ich habe in einem Buch gelesen von einem ganz bekannten Unternehmer, dass ganz viele Leute, die heute erfolgreich sind, dieses strategische Denken im Gaming gelernt haben. Das finde ich ganz spannend. Ja, ich würde auch, also würde ich unterstützen, weil du halt früher schon, oder bei mir war es zumindest so, ich habe es so ernst genommen, ich habe mich da voll reingefuchst, ich war diszipliniert mit 15, ich bin von der Schule nach Hause. Klar, ich habe jetzt die Schule vernachlässigt, aber ich habe dafür wirklich, ja, das ist der Traum jeder Eltern. Ja, ne? Genau, was macht mein Sohn? Ich sehe deine Mutter sich unterhalten. Ja, die hat sich mega gefreut. Ja, das glaube ich, beim Kuchen. Ganz, ja, der ganz ist professioneller toll. Gamer. Hier ist eine neue Tastatur, eine neue Maus. Nee, aber ich habe es wirklich so richtig ernst genommen. Also ich wollte unbedingt da gut drin werden. Ich habe mich hingesetzt, ich habe wirklich diszipliniert gespielt. Ich habe damals so Strategien entworfen und so weiter. Und ich war so 8 Jahre in dieser Industrie und habe dann... Was macht das mit einem? Gibt's noch Leben drumherum? Also ich bin ehrlich, ich war wirklich so ein Computer-Nerd. Also ich war so richtig in dieser Sucht drin. Ich habe nichts anderes gemacht.
außer Computerspielen. Also ich bin von der Schule nach Hause. Dunkles Zimmer, unaufgeräumt, Computer. Nee, gar nicht. Komplett aufgeräumt. Mir war es super wichtig, alles clean. Ich habe nie am Schreibtisch gegessen. Ich habe mir eine Klimaanlage in mein Kinderzimmer bauen lassen, haben wir zu Weihnachten gewünscht. Ja. Damit, mein Traum für Emil. Damit ich im Sommer zocken konnte, weil es war halt zu warm sonst. Ne? Du willst ja auch nicht schwitzen vorm Rechner. Das war dein Leben. Das war wirklich mein Leben, ja, tatsächlich. Also ich sag mal so, 14 bis 21 habe ich nichts anderes gemacht als Computerspielen. Aber kommen wir mal auf die Eltern. Wie sind die damit umgegangen? Ja, nicht gut. Was heißt nicht gut? Sie haben ja die Klimaanlage einbauen lassen. Das stimmt. Nein, also man muss dazu sagen, ich bin wirklich anti-autoritär erzogen worden. Das heißt, ich bin Einzelkind. Ich habe auch immer so viel Support von meinen Eltern bekommen. Aber natürlich fanden die das nicht gut. So damals war der Deal, hey, wenn du deine Schule schaffst, dann darfst du halt Computer spielen. So, und ich war jetzt kein besonders guter Schüler, muss man auch sagen. Ich habe auch die 10. Klasse wiederholt. Aber ich habe trotzdem irgendwie ein Abi geschafft und bin immer so mit Hängen und Würgen und Hacken und Klausuren vorher haben und auswendig lernen durch. Und deshalb war das für meine Eltern relativ in Ordnung, dass ich so viel Zeit vor dem Computer verbracht habe. Und du hast vorhin gesagt, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, anti-autoritär erzogen sind dann, du bist jetzt wie alt, wie viele Jahre? 32, also deine Eltern können ja keine 68er gewesen sein. Boah, ich weiß es gar nicht, was sind meine Eltern? 57er-Jahre, ja, glaube ich. Ja, okay. 60, dann, 57er ja, Jahre. Doch, haben sie miterlebt die Zeit. Anti-autoritär erzogen, was bedeutet das für dich? Ja, ich durfte eigentlich alles. So, also meine Eltern haben nie gesagt, komm um 12 nach Hause, sondern die haben eher gesagt, hey, wenn du besoffen bist, um 3 ruf an, wir holen dich ab. Okay. Oder wenn du mit 15 mal eine rauchen willst, dann rauch halt mit uns eine. Das hat mein Papa auch gesagt. Ja. Der hat sogar übertrieben, der hat mir eine Schachtel hingelegt und er hat gesagt, wir rauchen die jetzt. Ja? Ja, und dann habe ich unter den Tisch gebrochen und dann, seitdem habe ich es nie wieder gemacht. Oder hast du dann weiter geraucht? Ich habe bis heute. Ja, genau. Kettenraucher. Mit dem Papa. Ehrlich, warst du Kettenraucher? Nee, absolut nicht. Also, wie du schon richtig sagst, also dadurch, dass meine Eltern so alles immer erlaubt haben, war ich nie so in dieser Versuchung, weil das Geile war ja, du willst rauchen, weil die Eltern das nicht wollen, weil es unerlaubt ist. So, und wenn deine Eltern halt sagen, ja, trink ruhig und rauch ruhig, dann ist es halt nicht mehr cool, ja, weil du überschreitest keine Grenze, sondern du bist halt in der Zone drin. Von daher, ich habe ein, zwei Mal geraucht, aber es war nichts für mich. Mhm. Und genauso war es auch mit dem Alkohol. Also ich bin nie irgendwie viel feiern gegangen oder so. Meine Welt war viereckig, Computer. Hast du Unternehmertum in der Familie? Meine Mutter hat eine eigene Zahnarztpraxis. Mhm. Mein Vater ist bei der Bundeswehr gewesen. Also beide haben über die Bundeswehr quasi ihr Studium gemacht. Und haben aber eher so dieses Sicherheitsdenken. Mhm. Also eher so dieses Denken von, hey, sicherer Job. Das ist auch der Grund, warum meine Mutter unbedingt wollte, dass ich studiere. Dass ich ein Lehramtsstudium mache, dass ich verbeamtet werde. Hat geklappt. Ne? Ja, quasi halt. Ne? Also, ich habe das Studium gemacht tatsächlich. Lehramt? Ja, ich habe Lehramt studiert. Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Welches Fach? Oder Grundschulpädagogik? Nee, gymnasiales Lehramt, Germanistik, Kunst, Medienwissenschaft, Philosophie. Spannend. Genau. Referendariat auch gemacht? Nee. Also bei mir war es so, ich bin zur Uni gegangen, ich wollte mich einschreiben und mir war es aber egal. Also du bist nur bis zum Einschreiben gekommen? Mir war es eigentlich egal, welches Fach. So. Ich bin studieren gegangen, weil meine Mutter es wollte und dann bin ich hingegangen. Und ja, nicht. Kennst du, ja? Mhm. Und habe mir das so angeguckt und meine Mutter hat gesagt, hey Tom, jetzt geh hin, fang an zu studieren. Hauptsache, du bist in diesem Environment von Universität. Mhm. So, und ich bin hingegangen und das Problem war halt, mit einem 3,1 Abitur kannst du halt wenig studieren. So, das heißt, ich wollte mich halt einschreiben. Germanistik geht, oder? Nee, Germanistik ging auch nicht. So, bei Germanistik stand halt irgendwie 2,2 oder so. Bei Kunstmedienwissenschaft stand halt irgendwie so Mappe abgegeben. Du musst so eine Zusatzprüfung machen. Ging ja gar nicht mehr, weil letzter Tag war ich da. Und das einzige Fach, was halt ging, war Philosophie. Das war halt Zulassung. Da habe ich mich eingeschrieben, ja. Wie oft bist du da hingegangen? 2-3 Mal, würde ich schon sagen. So. Ja. Nee, ich habe es tatsächlich, also es war mein Erstfach. Dann habe ich mich später in die höheren Semester immatrikuliert. Okay. Halt in Germanistik Kunst, das ist quasi auch so ein kleiner Hack, wie du in Studienfächer kommst, wenn du eigentlich zu schlecht dafür bist. Mhm. Also du bist an der Uni in einem anderen Fach und gehst dann einfach in die Vorlesungen. Nee, du immatrikulierst dich in ein höheres Semester. Das heißt quasi, du bist jetzt beispielsweise, du machst ein Semester Philosophie und im zweiten Semester sagst du, hey, ich will mich immatrikulieren für das zweite Semester Germanistik. Mhm. Und alle, die sozusagen rausfliegen, haben dann freie Plätze hinterlassen und die kannst du dann einnehmen. Weil du schon da bist. Weil ich schon da bin. Okay, spannend. Genau. Ja, kleiner Side-Hack an dieser Stelle. Ja, ja. Du machst ja, da reden wir gleich drüber. Ja, das ist ja einer der Gründe, warum deine Community so extrem wächst. Du gibst ja unglaublich viel Inhalt, da kommen wir ja gleich. Ich dachte, du sagst, weil wir immer cheaten und hacken. Ja, genau. Ja, gut. Und dann habe ich tatsächlich das studiert, fiel mir auch relativ leicht. Okay. Und habe mich dann, um auf deine Ausgangsfrage zu kommen, selbstständig gemacht im Bereich Network Marketing.
Gab es den Moment an der Uni, wo es hätte passieren können, dass du diesen Weg weitergehst? Nee. Also war wirklich, für die Eltern. Es war wirklich für die Eltern. Und ich hatte ich frage halt deshalb so genau, weil du bist ja schon auch, oder du wirkst wie ein kleiner Rebell auch, wenn man dich jetzt so sieht. Ne? Tattoos, ja. Deinen eigenen Stil, da würde man sagen, das ist einer, der sagt, ich mal einfach, was ich will. Mhm. Aber du hast für deine Eltern, in Anführungsstrichen, bist du da hingegangen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus für meine Eltern und ich habe mich selber relativ sicher gefühlt, weil mir fielen die Fächer sehr leicht. Also Germanistik, Kunst, das war schon so ein Ding, wo ich Talent für hatte. Mhm. Und ich habe mir gedacht, hey, es ist immer so ein Plan B. Also wenn Plan A, Selbstständigkeit, nicht funktioniert, ich habe zumindest mein Studium. Mhm. So, und da ich nicht wirklich viel Aufwand betreiben musste, gab es jetzt auch keinen Grund, da rauszugehen. Okay, verstehe. Ja, genau. Du warst in so einem, ich sag mal, sicheren System. So, ich hatte meine Studentenbude, ich habe ein bisschen von meinen Eltern Kohle bekommen. Ich hatte auch noch ein bisschen was vom Gaming zurückgelegt. Und dann konnte ich eigentlich so relativ easy durch das Studium durch. Die Frage, die ich mir vorhin noch gestellt habe, das Rauskommen vom Gaming. Du hast nämlich vorhin einmal den Begriff genannt, ich weiß nicht, ob du es unterbewusst gemacht hast, du hast gesagt, das war Sucht. Mhm. Gab es Entzugserscheinungen, als du aufgehört hast? Tatsächlich nicht. Ich habe wirklich von heute auf morgen einen Hardcut gemacht. Also es war, musst dir vorstellen, ich habe, wie gesagt, von, ich schätze, 14 bis 21 war mein Alltag wirklich Schule, nach Hause zocken, bis 2 Uhr in der Nacht, 4 Stunden schlafen, Schule, nach Hause zocken und so weiter. Und Wochenende durch. Wochenende durch. Und wir waren dann auch viel unterwegs auf LAN-Partys und haben Turniere gespielt und sowas. Und mit 21 habe ich so gemerkt, hey, wenn ich das so weitermache, dann bin ich vielleicht irgendwie irgendwer in dieser virtuellen Welt, aber ich werde halt nie irgendwer in der realen Welt. Weil ich hatte nicht wirklich Freunde, ich hatte nicht wirklich Zeit, in der Uni Leute kennenzulernen. Mhm. Also habe ich mich von heute auf morgen entschieden, quasi komplett aufzuhören. Und kannst du dich erinnern, durch was? Weil ich stelle mir vor, du hast gesagt, du hast deinen Namen schon gehabt. Viele machen das auch zum Thema Anerkennung. Klar. Ich habe im Interview gehört, bei Domian, kennst du bestimmt aus dem Ja, genau. Da hat einer angerufen, da gibt es Menschen, für die ist das das wahre Leben. Also ich muss ehrlich sagen, ich denke oft zurück an diese Gaming-Zeit und ich sehe auch nicht nur negative Dinge. Also ich hatte viel Spaß, ich habe viel Anerkennung dort gehabt. Ich hatte dort sozusagen einen Namen, auch eine Brand, wenn du es so nimmst. Wie hieß das? Wie meine Brand hieß in dieser Gaming-Welt? Yeah. Zoe hieß ich damals. Zoe. Ja, genau. Hätte man dich gekannt? In der Gaming-Welt? Ja, definitiv. Ja. Ich war auch damals bei Giga, falls das noch irgendwer kennt, so eine Fernsehshow. Genau, ich habe damals relativ erfolgreich gespielt, würde ich sagen. Und habe aber dann von heute auf morgen aufgehört. Es war kein Erlebnis oder so, dass ich sage, okay, jetzt muss ich. Sondern es war eher, ich habe mich zu Hause hingesetzt und es war halt ein Freitagabend, wo ich halt wieder gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt sozusagen jemanden kennenlernen will, muss ich jetzt eigentlich mal raus. Mhm. So, weil alle sind jetzt raus. Du musst dir vorstellen, dieses Studentenwohnheim, wo ich war, da waren halt die ganze Woche über die Studenten da und Freitagabend war da Leere. So, da hast du nichts gehört, warum, weil alle im Club sind. Klar. Ja, alle sind unterwegs und ich habe mir gedacht, hey, wenn ich das nie mache, dann werde ich auch nie jetzt hier Leute kennenlernen. Hat's auch keine Freundin zu der Zeit? Nee. Ja, also ich hatte tatsächlich in der Gaming-Zeit hatte ich schon Freunde, das waren dann selber Gamerinnen halt. Ne? Okay. Genau. Spannend. Dann kam Network Marketing. Genau, dann war ich, wie gesagt, 21, dann kam Network Marketing. Freund hat mich darauf angesprochen, klassisch. Wohnte im Studentenwohnheim nebenan, hat so bei mir geklopft. Dachte wahrscheinlich so, ah, kommt Torben, der Nerd, der kann ein bisschen was von seinen Preisgeldern, mal ein paar Produkte kaufen wenigstens. War der erfolgreich darin, der Freund? Überhaupt nicht, nee. Okay. Seine Eltern haben das gemacht, die waren relativ erfolgreich. Er selber, glaube ich, hatte tatsächlich gar keinen Partner bisher. Mhm. Und hat mich aber so oft penetriert, dass ich am Ende gekauft habe, weil ich mir so dachte, hey, vielleicht hört er endlich auf dann. Was hast du gekauft? Nahrungsergänzungsmittel? Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ja, so Obst- und Gemüsekapseln. Mhm. Okay. Gibt es auch heute noch. Ja. Und auf der ganzen Welt gibt es auf der ganzen Welt Obst- und Gemüsekapseln. In verschiedenen Verpackungen. Und ich habe mir damals gedacht, komm, weißt du was, für 100 Euro oder 125 lässt Euro. Lässt er mich in Ruhe. Lässt er mich in Ruhe und Obst und Gemüse kann ja gar nicht so schlecht sein. Genau, in Kapselform. Ja, genau. Vom es kann ja nicht schlecht sein. So. Und dann bin ich damals eingestiegen, es hat mich irgendwie angefixt. Mhm. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil, klar, Gaming raus, jetzt habe ich was Neues gesucht und ich war es bisher immer gewohnt, eine Sache zu haben und meinen vollen Fokus in einer Sache. Mhm. Und wenn du jetzt auf einmal ein Student bist, dann hast du alles andere als Fokus in einer Sache. Sondern ich hatte dann dieses ganz normale Studentendasein von morgens hin, mal in der Vorlesung, mal nicht, Kaffee trinken, ein bisschen chillen, dort mal hängen, dort mal hängen, dort mal Party. Und dann kam er und das war wieder so ein Fixpunkt für mich, wo ich so dachte, okay, da kann ich irgendwas kanalisieren, so da kann ich wieder diszipliniert was machen und mir was eigenes aufbauen. Ja, du stellst aufbauen. Es jetzt so, da, du hast dir da richtig schnell einen Namen gemacht. Also da bin damals nicht.
Also mit 21 nicht. Ah, okay, später dann. Genau, also mit 21 bin ich kläglich gescheitert, muss man auch mal ehrlich sagen. Ich bin da eingestiegen, ich habe vielleicht 5, 6 Leute angesprochen oder so und habe dann zu mir selber gesagt, okay, ist nichts für dich. Und als ich dann den Restart gemacht habe mit 27, dann ging es relativ schnell. Aber das ist auch das, was viele Leute natürlich nicht sehen. Also ich hatte schon mal mit 21 eine Phase, wo ich Vertrieb gemacht habe, da lief es gar nicht gut. So, und damit was ist in der Zwischenzeit dann passiert? Zwischen 21 und 27? Ich habe mein Studium zu Ende gemacht. Studium gemacht, genau. Dann nochmal mit Network Marketing gestartet? Genau, und das war tatsächlich so ein Erlebnis, weil ich war dann fertig mit meinem Studium und meine Eltern waren halt super happy, haben gesagt, hey Torben, du hast jetzt dein Lehramtsstudium. Jetzt wird er Beamter, so, wo willst du hin? Gehst du nach Niedersachsen oder in welchem Bereich willst du dein Referendariat machen? Und das hat mir halt richtig Angst gemacht. Weil ich habe mir immer so in meinem Studium überlegt, hey, ich mache das jetzt zwar, aber irgendwann habe ich eine coole Idee und dann mache ich mich selbstständig. Und es wird schon irgendein Projekt. Woher kommt sowas? Ich glaube tatsächlich bei mir aus dieser Gaming-Zeit, weil ich mir sowas zurückgewünscht habe, nur nicht in Form von Gaming, sondern irgendwas anderes. So, ich wollte halt irgendwas Reales. So, ich hatte immer so gedacht, hey, mein eigenes Baby. Ich habe jetzt nicht gedacht, okay, eigene Firma unbedingt, aber irgend so ein Projekt, wo man sich so dran festbeißen kann und das zieht man dann durch. Ich frage das deshalb, weil in dem Studiengang sind ja schon viele, die in dem Moment den Drops gelutscht haben, ich werde Lehrer, gehe in ein sicheres System hinein. Wie haben denn die anderen darauf reagiert, als du solche Themen angesprochen hast? Ja, gar nicht gut. Ganz klar. Also ich war, man muss dazu sagen, ich war in so einer Gruppe, also ich war in so einer klassischen Gruppe von Philosophiestudenten. Ja, das waren jetzt auch an der Uni beispielsweise nicht so die allerbeliebtesten, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, aber wir waren schon so eine kleine Nerd-Gruppe. Ja, so eine kleine Studenten-Nerd-Gruppe. Und, wart ihr die Intellektuellen? Wart ihr die, wer wart ihr? Wir waren die Nerds. Okay. Ja. Wir waren schon so, also heute betrachtet waren wir schon Langhaar-Jungs. Eher so die Nerds. Und nee, die haben natürlich, wie du sagst, die haben ganz klar ihren Weg gehabt. So, für die war ganz klar, okay, jetzt Referendariat bewerben, verbeamtet werden, den Weg gehen und so weiter. Die haben sogar im letzten Semester schon sich Unterrichtsmaterialien ausgetauscht und so weiter. Und während die sich gefreut haben, hat es mir immer mehr Angst gemacht, weil ich mich immer mehr da auch drinne gesehen habe und ich das aber eigentlich nicht wollte. Das war ein Gefühl. Es war für mich selber ein Gefühl. Ich würde auch sagen, ich wäre nicht der schlechteste Lehrer geworden. Ich hatte auch Spaß bei meinen Praktikas. Aber ich war immer mehr so ein Buddy-Lehrer. Ich habe alles selber nicht so ernst genommen. Und wenn da mal was kaputt gegangen ist oder irgendwer Scheiße gebaut hat, es hat mich nicht so krass gejuckt. Also ich war jetzt nicht so dieser Lehrer, der dann jeden irgendwie direkt nachsitzen lässt und so weiter. Aber trotzdem war es einfach nicht die Vorstellung vom Leben, die ich halt hatte. Kommt denn daher die Affinität zum Beibringen jünger Menschen, kann was ich du mir, jetzt machst? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, zumindest so Dinge zu erklären. Weil ich habe immer versucht, auch wenn ich die Praktikas gemacht habe, die Sachen so zu erklären, dass Leute sie verstehen, weil ich selber als Schüler oft das Problem hatte, dass ich mir dachte, was erzählt er mir da? Ja, kann er das nicht mal so erklären, gerade in Chemie oder Mathe, dass auch ich das verstehe? Da hätte ich gerne mal gehabt. Ja, ich auch. In Chemie- und Mathe-Lehrer. So, weil ich bin in Mathe halt immer auf einen Punkt gekommen, weil ich so einen Deal hatte mit meinem Lehrer. So, ja, ich melde mich immer, sie nehmen mich nicht dran, aber ich zeige wenigstens den guten Willen so. Und dann gehe ich mit einem Punkt da durch. Es ist ja lustig, wenn man sich so unterhält. Ich kriege die ganze Zeit Bilder im Kopf, weil ich die Yvonne da hinten sitzen sehe. Die habe ich, mein Headcoach hier bei uns. Und wir saßen immer in der letzten Reihe in der Uni auf der Treppe. Ja? In so einem riesenvollen Hörsaal. Und wir haben uns tatsächlich damals auch immer darüber unterhalten, dass wir da eigentlich nicht so reinpassen. Rückblickend, auch bei diesen ganzen jungen Menschen, mit denen du jetzt arbeitest, und ich will jetzt gar nicht irgendwas Philosophisches, sondern woher glaubst du, kommt es, dass der eine das hat und der andere nicht? Ist das die Zahnarztpraxis deiner Mama? Woher kommt sowas? Diesen Samenkorn für Selbstständigkeit, für Bauen, für Schaffen. Also ich glaube, also heute ist es glaube ich so, dass es halt auch einfach trendy ist. Und ich bin auch ehrlich, viele Leute gehen den Weg, obwohl sie ihn vielleicht eigentlich gar nicht gehen sollten. Es gibt viele junge Menschen, die verrennen sich halt in etwas, die sehen halt Online-Marketing-Werbung, Leute wedeln mit 500ern, fahren irgendwie... Laptop-Preneur. Ja, genau, Laptop-Preneure. Bauen sich halt, oder viele bauen halt eine Fake-Welt auf. Junge Menschen glauben das relativ schnell, lassen sich davon beeindrucken und denken, okay, das will ich auch. Gefährlich? Super gefährlich. Weil es baut halt eine Erwartungshaltung auf, die niemals zutreffen kann. Das ist das gleiche Problem auch im Vertrieb. Ja? So viele Leute reden von passiven Einkommen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie passives Einkommen gehabt. Und als ich damals meinen Vertrieb verlassen habe, haben wir 500.000 Euro Umsatz verloren im Monat. Springen wir mal einmal, weil du das gerade sagst. Im Network Marketing
ist es ja auch so, dass da erzählt jemand, du kannst dir was Riesiges aufbauen, kannst die Villa haben, das Haus oder kannst damit Gutes tun. Schafft ja auch nicht jeder. Genau wie die Selfmades. Also nicht jeder schaffen. Das ist das Ding. Und also das ist auch das riesige Problem halt beispielsweise von Network Marketing, aber ich glaube heutzutage auch von der kompletten Landschaft von Entrepreneuren, dass einfach diese Erwartungshaltung immer geschaffen wird, hey, das kann jeder. Aber ich will ehrlich sein, ich selber glaube, es kann tatsächlich nicht jeder. Glaube ich auch. Ja. Weil du musst dafür ein gewisses Talent haben, wenn ich jetzt zurückblicke, auch auf die letzten 2 Jahre, wo ich mit Matt, meinem Businesspartner zusammen, TPA Media aufgebaut habe. Wir haben viel Geld verdient, wir haben viel Umsatz gemacht, aber uns wurden auch so viele Steine in den Weg gelegt. Und wenn du nicht wirklich Tag und Nacht versuchst, diese Steine wegzubringen und irgendwie diese Hürden zu umlaufen, dann wären wir auch dort gescheitert. Das Risiko hast du im Network Marketing ja nicht so sehr, ne? Das Risiko hast du zwar im Network nicht, aber das Problem ist halt, wenn du dir selber eine Erwartungshaltung aufbaust von, ja, ich habe bald die Villa und den fetten Wagen. Ja, das ist viel Arbeit. Genau, und das große Problem sind ja die Leute drumherum, die dich dann darauf ansprechen und sagen, hast du denn schon deinen Wagen? Und irgendwann kommst du in Zugzwang und sagst, ja, fuck, ich kann mir den eigentlich nicht leisten, aber komm, ich lease mir den jetzt, damit die mich nicht komplett auslachen. Immer das gleiche Muster. Genau das, ja. Und ich habe viele Leute da wirklich komplette Existenzen zugrunde gehen sehen, weil die sich eine Welt aufgebaut haben, so ein Luftschloss, was einfach nicht da war. Was ich übrigens gerade, und ich glaube, das ist auch ein Nenner, da hatten wir auch in unserem Live schon mal drüber gesprochen, sehe ich auch sehr gefährlich, wenn heute sich Menschen an ein geleastes Auto stellen oder in Flugzeuge sitzen, die sie für eine Stunde mieten, um zu suggerieren, ich fliege jetzt in einem Privatjet. Definitiv. Also wir haben beispielsweise vor einer Woche die Entscheidung getroffen, dass wir unsere Ads erstmal alle ausschalten. Also wir schalten zum Beispiel gerade gar keine Facebook- und Instagram-Ads mehr. Einfach, weil ich gemerkt habe, weil wir haben auch Ads geschaltet, jetzt nicht so mit, ich stehe am Wagen oder ich wedel mit 500ern, das habe ich nie gemacht. Da bin ich auch froh drüber. Aber sondern was ist was du jetzt nicht mehr machen würdest? Wir haben Ads gemacht, wo wir informativ und contentlastig Leuten einen Tipp geben und sagen, hey, wenn du mehr erfahren willst, zum Beispiel kauf dir unseren Workshop. So, also relativ reines Marketing noch, aber trotzdem bist du halt in so eine gleiche Schublade gesteckt. Wie Leute, die an der G-Klasse lehnen, die aus dem Porsche kommen, die irgendwie aus dem Flugzeug springen und so weiter. Und das Problem ist, dass... Flugzeug springen finde ich auch cool. Ja, finde ich auch gut. Sitzen, aber es fliegt nicht. Bei den meisten am besten ohne Fallschirm. Ja. Aber, okay, ich habe es gesagt. Ja, ja, ich war gar nicht... Was? nur fürs Protokoll, ja. Ja, genau. Wir wollen ja, dass das in den Airlines ja, genau. auch läuft. Aber 5 Minuten sind rum. Ja. Du hast gesagt, die hören immer nur 5 Minuten. Ja, das hast du gesagt. Nee, aber das Ding ist, du wirst trotzdem in die Schublade gesteckt und ich kann mich damit auch nicht mehr identifizieren, zu diesen Leuten zu gehören. Okay. Weil das halt extrem gefährlich ist und ich bin auch dafür, dass beispielsweise Facebook, Instagram und so weiter, dass das mehr reguliert wird. Du kannst keine Werbung schalten für Kryptowährungen, du kannst keine Werbung schalten für Network Marketing. Warum kannst du Werbung schalten für irgendein Dreckswebinar, wo dir Leute irgendwie 45 Minuten Quatsch erzählen, weil sie dir am Ende was für 10.000 Euro verkaufen wollen. So, und das ist halt so der Punkt. Also warum wird das nicht reguliert? Wo ist die Grenze? Okay. Wenn einer mit 10, 500ern wedelt, ist es für mich schlimmer, als wenn du eine Werbung schaltest für Kryptowährung oder Network. Oder ist es zumindest auf einer Ebene. Da muss man überall, finde ich, gleich Du hast vorhin noch was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, das wird trendy. Also das ist so, wenn man es jetzt nicht macht, gehört man nicht dazu. Ist der Punkt. Also früher war es nicht trendy. Du hast ja gefragt, wie kommt es, dass ich es gemacht habe. Ja. Früher war es nicht trendy, überhaupt nicht. Als ich gesagt, ich will mich selbstständig machen, haben alle um mich herum gesagt, warum? War bei mir genauso. Ja, und hey, du wirst bankrott gehen, du wirst alles verlieren, das machen nur Loser und so weiter. Heute ist es halt cool, Entrepreneur zu sein. Und das ist halt genauso gefährlich. So, und es ist natürlich gefährlich, wenn alle gegen dich sind und keiner sozusagen an dich glaubt. Es ist aber auch gefährlich, wenn alle an dich glauben und du selber denkst, du musst nichts mehr tun, weil du es ja auf jeden Fall schaffen wirst. Und das ist halt dieses Ding, wo ich sage, okay, am Ende des Tages ist es halt ein Mittelding, beziehungsweise du selber musst aus dir heraus sagen, hey, ich bin dafür geboren. Und das kannst du nur heraus, wenn du es testest. Das ist natürlich ein großer Satz, ne? Weil da schwingt natürlich auch mit, ich gehe jetzt den ganzen Weg. Ich denke, du kannst es testen. So, zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, sagt, hey Torben, wie kann ich herausfinden, ob ich dazu geboren bin, Entrepreneur zu sein oder nicht? Dann sage ich, hey, such dir die Businesses aus, die für dich in Frage kommen. Mach wirklich mal so ganz stumpf, wer macht das heutzutage noch? Mach eine Checkliste, setz dich hin, schreib dir 5 Businesses auf, wo du sagst, okay, das kann ich mir vorstellen.
sei es jetzt Social Media Agency, Online-Marketing und so weiter. Probier alles 2 Monate. Hm. Nicht um zu gucken, wo habe ich am meisten Geld verdient, weil das ist der völlig falsche Indikator. Geht ja auch nicht in 2 Monaten. Genau, sondern schau, wo hat dir der Prozess am meisten Spaß gemacht. Weil diesen Prozess wirst du 10, 20, 30 Jahre durchlaufen. Hm. Und egal wie viel Geld am Ende ist, ja, wie groß der Topf voller Gold ist, am Ende des Regenbogens, wenn du diesen Regenbogen nicht durchläufst, 10 bis 30 Jahre, dann wirst du den auch nie bekommen. Verstanden. Und da scheitern ja die meisten dran. Wir haben ja beide einen Weg im Network Marketing dann auch zurückgelegt. Jetzt komme ich nochmal auf den Satz von vorhin, als du dann dein Name plötzlich immer genannt wurde, das ist, da kommt Torben Platzer, kommt Torben Platzer. Das, es gibt ja in dieser Network-Welt gibt es dann so Helden, die werden nach vorne gestellt, für Leute, die nicht in der Welt sind, um das mal so zu erklären. Ne? Mhm. Die dann Präsentationen machen, die dann große Räume füllen und wo dann alle anderen sagen, wow, wie hat er das gemacht? Ich will auch gern so sein wie Torben. Wo war der Unterschied von dem ersten Mal zum zweiten Mal? Und würdest du jungen Leuten als Schritt in die Selbstständigkeit das empfehlen? Also der Unterschied vom ersten Mal zum zweiten Mal war, dass ich wirklich in dem Bereich gearbeitet habe. Beim ersten Mal, ich habe mit 5 Leuten geredet. Das hat nichts mit Arbeit zu tun. Das heißt, ich bin da drin gewesen, ich habe ungefähr verstanden, was ich machen muss, aber ich habe es nicht wirklich getestet. Ja? Und ich wollte eigentlich auch nicht, dass es funktioniert. Weil wenn du mit 5 Leuten redest, dann willst du nicht wirklich, dass es funktioniert. Ja, das ist wie wenn du 5-mal versuchst oder anfängst ein Video zu drehen und dann sagst, ja okay, Video drehen ist nichts für mich. Mhm. Ja, du musst halt 500 oder 5000 Videos drehen, bis du halt in den Flow kommst. Von daher beim ersten Mal, ich wollte es nicht wirklich. Beim zweiten Mal habe ich es halt nicht als Side-Business oder Hobby oder ich starte mal was nebendran, sondern es war einfach ein solides Business, was ich aufbauen wollte. Das heißt, ich habe auch nicht am Tag 1 Stunde oder 30 Minuten reingesteckt, sondern mein ganzer Tag war Vertrieb. Tag und Nacht, genauso wie ich von 14 bis 21 den ganzen Tag Computer gespielt habe, habe ich jetzt alles in Vertrieb gesteckt. Mhm. Und was hast du da aufgebaut? Wie viele Partner? Ich glaube, passiv gegangen im Network bin ich mit 16.000 Partnern. Boah. Ja. Das ist richtig groß. Genau. Und warum hast du aufgehört? Tatsächlich, weil meine Passion für was anderes geschlagen hat. Mhm. Und das war halt das Thema Branding. Okay. Genau. Und das kam woher? Weil das hat jetzt nichts, ich suche ja immer so nach so einer Kette, klar. Das hat jetzt bisher noch nichts mit den anderen Sachen zu tun. Ja und nein. Also es ist natürlich was völlig anderes. Heute bauen wir Personal Brands auf. Wir zeigen Leuten, wie Social Media funktioniert, wie Branding funktioniert, Positionierung am Markt und so weiter. Aber eigentlich ist genau das auch das gewesen, was ich im Network gemacht habe und im Gaming. Das heißt, ich habe immer über meine Personal Brand was aufgebaut. Ich habe nie eine Industrie nach vorne gebracht, klar, dadurch auch, aber ich habe primär mich promotet. Mhm. So, und im Network Marketing promotest du, wenn man ehrlich ist, nie das Produkt. Du promotest immer dich als Menschen. Es ist immer ein People-Business. So, wenn ich mit dir jetzt sitze und dir Obst- und Gemüsepillen verkaufen will, dann sage ich nicht, ja, pass auf, die Firma wurde 1971 gegründet. Nee, Tobi, bitte das nicht ist so. Mega geil. Deshalb sollst du diese Pillen nehmen, sondern ich sage zu dir, hey, ich habe die Pille genommen, mir ging es besser, solltest du auch mal probieren. Und es ist halt immer eine Promotion von einem selbst. Das heißt, ich habe im Network mir einen Namen gemacht, sozusagen, weil ich eine Brand aufgebaut habe. Verstanden. Und ich war nicht besser als andere Leute. Ich war auf einem Event beispielsweise in Mailand. Da war jeder einzelne Sprecher auf der Bühne, hatte eine größere Organisation als ich. Ich war der kleinste Sprecher, aber trotzdem wollten die Leute am Ende mit mir Bilder machen. Mhm. Und das war der eine Moment, weil da kam tatsächlich auch eine Japanerin, Koreanerin, ich weiß es nicht, zu mir. Und sie kannte mich, konnte auch kein Deutsch. Das heißt, sie hätte nie meinen Content verstehen können. Aber sie hat gesagt, hey, you're the man with the red jacket. So, ich hatte immer so ein rotes Jackett an früher. Und ich fand es halt krass, dass sie halt meinen Content schaut, obwohl sie nicht versteht. So, und in dem Moment ist mir eigentlich klar geworden, was Branding bedeutet, weil durch diese Positionierung, die anderen, das waren tolle Networker, das waren Supersprecher, ich würde sagen, die hatten eine größere Organisation, die konnten besser sprechen, aber denen fehlte dieses, der Name ist in Stein gemeißelt. Verstanden. Die waren austauschbar. Mhm. So, und du bist halt in dem Moment nicht mehr austauschbar, wenn du halt eine Mission hast, wenn du eine Message hast und die Leute sagen, die verbinden das so sehr mit dir und identifizieren sich, dann bist du halt gebunden. Wann ist der Brand Torben Platzer entstanden? Du hast ja einen ganz eigenen Stil. Da ich habe ja das Gefühl, dich so gut zu kennen, weil ich dich bei Instagram jeden Tag sehe. Mhm. Aber du hast ja dein kennt ihr das? Du denkst so, ich sehe den jeden Morgen, ja? Parasoziales Verhalten. Ja. auch ein schöner Begriff. wann ist das entstanden? Weil, ich sage jetzt auch mal was, es traut sich nicht jeder, ein rotes Sakko auf der Bühne anzuziehen. Nee, und es haben ja auch alle davon abgeraten. Also als ich damals im Vertrieb, ich weiß noch ganz genau, wir waren bei so einem Dinner
Und dann saß ich da und habe gesagt, hey, eigentlich so, also ich habe mich dann in so ein Jackett, in so ein Sakko gezwängt halt, in so einen Anzug mit Krawatte und so. Und ich saß da und ich fühlte mich mega unwohl, weil ich trage keinen Anzug, ich trage keine Krawatte und so weiter. Und meine Upline musste mir die Krawatte binden und so weiter. Und ich saß da so und ich sagte so, hey, ich will das nicht. So, ich habe keine Lust, einen Anzug zu tragen. Das heißt, du wolltest dich da schon nicht verstellen genau, lassen. Genau, und dann habe ich gesagt, und da meinten alle, nein, nein, du musst aber ein Sakko, du kannst hier nicht im Shirt zu dem Dinner kommen und so weiter. Habe ich gesagt, ja, dann trage ich ein rotes Sakko. Das war eher so eine Trotzreaktion. Dann haben alle zu mir gesagt, nein, Tom, denk alle, du bist ein Zuhälter. Das kannst, ja, das kannst du nicht machen und so weiter. Und dann habe ich es doch gemacht und natürlich, wie immer, es hat polarisiert. Klar. Ein paar fanden es cool, ein paar fanden es peinlich, ein paar fanden es unangenehm. 80-20, 50-50? Ich, keine Ahnung, mir waren die, die es unangenehm fanden, eh egal. Haben die das gesagt oder geguckt? Geguckt, ja, die meisten haben geguckt. Mhm. So, und, aber der Punkt war... Woher hast du das Selbstbewusstsein in dem Moment genommen fürs rote Sakko? Ich... Was eines, was ich glaube, es gibt ganz viele, die sich unwohl fühlen. Mhm. Und dennoch machen die meisten dann die Sakko-Nummer mit. Ich habe mich vorher unwohler gefühlt, das ist der Punkt. Weißt du, weil ich halt in dieser, ich habe immer gesagt, ich will mich selbstständig machen. Warum? Weil ich will nie eine Arbeitskleidung tragen. Ich will mir nicht verbieten lassen, Tattoos zu haben oder irgendwas. Und in Lissabon werden die gestochen. In Lissabon? Warst du nicht jetzt in Lissabon? In Portugal. Portugal, mhm. Ja. Genau, aber auch in Deutschland. Ja. Also es ist Würzburg, Portugal. Okay. Ja. Und nee, aber ich habe mir gesagt, ich will ja mich selbstständig machen, weil ich nicht in Arbeitskleidung irgendwo hingehen will. Ja, das ist ja die Freiheit, ist ja ein Beiprodukt von der Selbstständigkeit. Also sitze ich da im Network, was Selbstständigkeit war, und ich habe auf einmal einen Anzug an und eine Krawatte und ich denke mir, fuck, dann hätte ich auch Lehrer werden können. Ja, dann hätte ich auch meinen Dress gehabt oder hätte auch verbeamtet werden können. Das war ja genau das, was ich nicht wollte. So, ich wollte mein eigenes Ding machen. Aber dir war wahrscheinlich in dem Moment gar nicht bewusst, dass das Branding begonnen hat. Absolut mit dem nicht. Roten Sakko. Absolut. Weil dann nicht. Warst du der mit dem roten Sakko. Genau das. Und dann habe ich aber gemerkt, du gehst auf eine Veranstaltung von jemandem und egal mit wem, also du redest halt mit 100 Leuten auf dieser Veranstaltung. Ja, wir haben auch rekrutiert beispielsweise, auch Verkaufsveranstaltungen und so weiter. Und danach rufe ich halt die Leute an und immer so normalerweise habe ich gesagt, hey, erinnerst du dich noch, wir haben gestern geredet? Jetzt sage ich, erinnerst du dich, war der Typ mit dem roten Jackett? Und die Leute sagen, ah ja, klar, natürlich weiß ich. So, also du hattest immer sofort diesen Wiedererkennungswert. Und einer meiner Mentoren, Tai Lopez beispielsweise, hat mal gesagt, hey, du kannst anders sein und das ist auch gut, aber du darfst nicht, cringe nennt man das. Mhm. Ja, du darfst nicht, er sagt Nudist Buddhist. Du darfst beispielsweise ein Nudist sein, ja, also Leute, die sich gerne nackt ausziehen, aber du darfst kein Nudist Buddhist sein, also der sich nackt auszieht und dann noch Buddhist ist. Ja, also wenn du zu weird bist, dann finde ich Leute cringe und dann wollen sie eher Abstand von dir haben. So, aber wenn du... So diese magische Prise. Genau, aber wenn du ein bisschen anders bist, finden Leute es interessant. Und das ist halt auch hier der Punkt gewesen. Ich war jetzt nie so der Typ, der komplett weird war oder so. Hab mir jetzt Kontaktlinsen auch noch rote reingemacht oder so. Ich hatte halt einfach... Weil das wäre too much gewesen. Aber ich hatte halt dieses rote Jackett. Und das hat schon gereicht, dass Leute sagen, der ist cool oder der ist nicht cool. Und auf einmal sind zwei Seiten entstanden. Und wenn zwei Seiten entstehen, das ist ja auch Part von Branding, dann ist das gut. Das Schlechte ist, die eine Seite ist gegen dich. Das Gute, die andere steht extrem hinter dir. Das ist ja auch der Grund, warum die Präsidenten in den Vereinigten Staaten beispielsweise, sind entweder immer geliebt oder gehasst. Ja. Es gibt immer die zwei Parteien. Ja. Trump, der wird geliebt und gehasst. Gut, mehr gehasst wahrscheinlich hier, aber ja. Ne, Obama genau ja, das Gleiche. Ja, Amerika nicht, sonst hat er nicht gewonnen. Genau, und deshalb ist immer der Punkt, also wenn du irgendwo polarisierst, dann hast du halt auch immer den Vorteil, dass eine Partei auch extrem hinter dir steht, weil sie es halt supportet. Ich kann mir dennoch vorstellen, dass das auch mal, gerade in den sozialen Medien, gerade für junge Leute ist das ein Thema, auch wenn es, ich finde, viel zu selten thematisiert wird, wenn dann jemand traut, nach außen zu gehen, sein Branding zu machen und dann kommen die ersten Social-Media-Kommentare, die mal richtig unter die Gürtellinie gehen. Liest du sowas noch und macht das irgendwas mit dir oder kannst du es, weil ich bin ganz ehrlich, ich kann es nicht komplett ignorieren. Also ich habe so einen, ich nenne den Power-Hater, der schreibt wirklich unter jeden Facebook-Kommentar. Gestern habe ich ihm geschrieben, du hast halt noch nichts geschrieben. Ja. Also dann habe ich ihn schon wirklich vermisst, weil ich es, und ich eigentlich hasse ich mich selber dafür, dass ich das lese, aber ich will wirklich, ich bin mit so, ich gucke, welchen Fehler hat er jetzt wieder gefunden? Ja, also sorry dafür, gestern hatte ich keine Zeit. Und ansonsten, also ich selber muss sagen, ich lese nicht alle, aber ich habe tatsächlich, und das ist witzig, ich habe einen Freund, Grüße gehen raus an Matthias, nicht Matt, sondern Matthias, dem habe ich auch Vertrieb aufgebaut und er ist so jemand, er schaut
ganz akribisch nach Hate-Kommentaren. Mhm. Und wenn ich ein YouTube-Video poste, sind 200 Kommentare drunter und 199 sind positiv und einer negativ. Dann weiß ich, ich bekomme von ihnen einen Screenshot mit diesem Kommentar und er sagt, boah, was der da wieder Blödes geschrieben hat. Ist der Finanzbeamte? Oder? Also der, nee. Also der sucht diese Hate-Kommentare und ich glaube, ihn nimmt... Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ihn nimmt es mehr mit als mich. Okay. So, nee, tatsächlich, ich lese gerne Hate-Kommentare, weil ich fordere die immer auf, mal in ein Video zu kommen. Also wenn ich bei YouTube einen sehe, der halt permanent hatet, heute hatte ich auch wieder einen, dann sage ich immer, hey, hab doch bitte mal die Eier und mach ein Video mit mir. So, Insta live, oder? Gerne ein Live oder so. Und wenn wir ein Video aufnehmen, ich würde es 100% hochladen. Du kannst alles sagen, was du willst. Hat schon jemand Ja gesagt? Aber lass uns argumentieren. Da ist ja nie jemand Ja gesagt. Also wenn du das hörst und du hast mich, dann sag Bescheid. Also ich würde es jederzeit machen. Eine geile Challenge. Weil diese Leute können Argumentationsbattles nicht gewinnen. Weil wer hatet, ist immer von unten nach oben. Das heißt, du dominierst Hater immer. Ja gut, er wünscht sich wahrscheinlich auch mal ein rotes Sakko zu tragen. Wahrscheinlich. Es ist halt immer das Gleiche so. Und wenn du halt, wenn du das dir halt klar machst, es gibt nie jemanden, der mehr hat als du oder mehr erreicht oder erfolgreicher oder glücklicher ist, auf dich guckt und sagt, ja, aber du bist scheiße. Weil das würde man nie machen. Aber wenn jemand unten ist und verzweifelt und depressiv und nicht weiß, wie er selber, und er würde doch so gerne, dann ist immer das Leichteste zu sagen, ja, ich suche lieber Gründe, warum er so erfolgreich ist, als Gründe zu suchen, warum man selber halt nicht so erfolgreich ist. Ich glaube auch verstanden zu haben, was du machst, weil ich ja deinen Content konsumiere. Mein Papa ist 82, mein Sohn 6. Wie erklärst du diesen beiden, was du beruflich machst? Videos. Ja. Ja, das wäre die große Klammer. Ja, also wenn mich jemand fragt, das Leichteste ist immer, Medienagentur. Mhm. Weil bei Medienagentur denken Leute, ach ja, das ist eine seriöse Agentur, die machen für andere Marketing und so. Wish. Genau, also Medienagentur ist immer das Leichteste eigentlich. Ja. Genau, wenn die dann anfangen und sagen, ja, aber du machst doch auch so Instagram und so. Ja, ja, das mache ich auch so nebenbei, sage ich dann immer. Ja, und das machst du nicht nur, ich wollte das mir für ein bisschen später aufbewahren. Ja. Das wächst bei dir richtig schnell. Und ich habe mit meinem Team kurz gesprochen und dann Petra kam zu mir, meine Assistentin, und sagt, Tobi, mir ist was aufgefallen. Deine Story, du hast mehr Follower, prozentual gucken aber viel mehr Leute deine Videos in der Story. Und da hat die Petra zu mir gesagt, du musst sie mal fragen, warum das so ist. Dann war meine Antwort, ich glaube, das ist, weil du noch viel mehr Content reingibst. Da sind ja ganz viele dieser Videos, wo du wirklich Tipps gibst, ne? Du machst ja nicht nur wie ich, nimm die Leute mit irgendwo hin, sondern du gibst da ganz viel Content. Also diese Videos sind alle sehr hochwertig produziert, die du in der Story hast. Ach, in der Story drin. In der Story. Und ich habe mehr Story-Views genau, als du. Genau, das war ihr aufgefallen. Und deshalb soll ich dich fragen, woher kommt das? Also bei den Story-Views ist es, glaube ich, so, dass Brandbuilding schon eine Menge macht. Bei dir liegt es aber daran, dass du zu viele Stories machst. Okay. Weil Instagram ist halt so, es gibt immer eine... Ja, immer her damit. Das ist nee, also bei Instagram ist ja wirklich so, die gucken ja ganz genau, okay, wann schaltet jemand aus? So, und man muss sich jeden Tag, das ist bei mir auch so, du musst dich immer entscheiden, willst du halt was für deine Community machen, weil die können nicht genug von dir bekommen. Das heißt, wenn du 100 Stories machst, sagt deine Community, geil. So, Torben, Tobi, die reden 100 Mal mit mir heute. Wenn du aber neue Leute bei dir hast, die sagen, hey, ich habe den gerade abonniert, ich würde mich freuen, von dem was zu hören, aber jetzt nicht irgendwie 100 mal 15 Sekunden. Also schalten die nach 3-4 Stories ab, weil die sagen, oh, ist mir jetzt genug Torben, oder ist mir genug Tobi, ich habe den ja gerade neu gefolgt. Ja. Und Instagram schaut sozusagen, wo ist deine Grenze, also wo springen die Leute ab, wo springt die Mehrheit ab? Und in dem Moment, wo die das festgelegt haben, beispielsweise das meistens so zwischen 8 und 12 Stories, wird deine Reichweite halt eingeschränkt. Ah, das wusste ich gar nicht. Genau, also deshalb gucke ich eigentlich immer oder ich entscheide mich immer, will ich was für die Community machen oder was für die neuen Leute. Hast du, wir haben das vorhin hier einleitend gesagt, wie wichtig diese Kanäle sind, auch zukünftig in unserer Wirtschaft. Also ich habe auch da jetzt gerade wieder in einem amerikanischen Magazin gelesen, now it's capital. Also Follower Community ist Kapital. Das ist wie Dollar stand da. Siehst du das auch so? Oder wo geht der Zug dahin?
Ich glaube nicht, Follower sind Kapital, sondern Community. Community, ja. Ja, also Community ist Kapital, ganz klar, weil die Leute vertrauen immer weniger der Werbung. Hm. Die Aufklärungsrate ist halt viel größer. Früher haben Leute gesagt, weil früher gab es Werbung, da hieß es, das ist die beste Zahnpasta. Und Leute haben gesagt, okay, wenn die sagen, das ist die beste, dann ist das die beste. Muss dann so sein. So, dann gab es halt, dann gibt es Testberichte, dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, nein, die ist nicht gut, weil und so. Also die Aufklärungsrate allgemein wird höher, sodass Leute bei einer Fernsehwerbung sagen, ah ja, die versuchen uns was anzudrehen. Oder ach, guck mal hier, jetzt haben sie den eingekauft. Ich bin Generation Prielblume. Kennst du das noch? Nee. Willst du viel spielen mit Priel? Ah ja, doch, das geht. Das kriege ich nicht aus dem Kopf. Ja, und klar, das hat sich auch eingebrannt. Und Leute haben ja auch an alles geglaubt. Also mich eingeschlossen. Ich habe früher auch eine Werbung geguckt und dachte, okay, ich brauche diese Schokolade jetzt. Milchschnitte. So, genau. Und heute ist es aber so, Leute gucken Werbung und dann, sie merken immer mehr, wie sie manipuliert werden. Okay. Also auf wen hört man? Auf eine Bezugsperson. Für viele Leute ist der Influencer auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, ist die Bezugsperson. Ab wann ist man Influencer? Ich glaube, das kann man nicht an einem... Bist du ein Influencer? Ja. Also ich glaube nicht, dass man es an der Followerzahl messen sollte, sondern du musst tatsächlich mehr reingehen, glaube ich, und gucken, okay, in welcher Nische bist du? Und wie viel Community hast du in dieser Nische? Ich meine, Influencer bedeutet ja einfach nur, das ist halt so ein Unwort, weil es zu viele Leute für sich selber beanspruchen, die keine Influencer sind. Influencer bedeutet ja, du hast einen Einfluss. Mhm. So. Und einen Einfluss hast du nicht, wenn du dir 10.000 Follower kaufst. So, wenn du 10.000 tote Leute hast, das ist kein Einfluss. Und, sondern Einfluss bedeutet, du hast irgendwo Impact auf eine Person. Mhm. Wenn du jetzt auf der Bühne stehst und da stehen, sind 1.000 Leute vor dir, dann hast du Einfluss auf diese Menschen. Du bist ein Influencer. Wenn du jetzt aber Instagram zu einer eine Person bist, sozusagen, die austauschbar ist, ja, egal ob es der Tobi ist, der Torben, der Dennis, der David, es ist irgendwas, was könnte jeder sein, ja, dann bist du für mich kein Influencer. Verstanden. Sondern du brauchst eine Community und du selber brauchst mehr als nur, ich zeige euch mal irgendwie eine neue Zahnpasta oder ein Zahnbleaching und so weiter. Diese Form von Influencer-Marketing ist tot in den nächsten zwei Jahren. Was glaubst du, ist das Geheimnis, warum einige dann so hochschießen? Weil es gibt ja auch eine Marktsegmentierung. Es gibt Leute, die reden über Spiritualität. Es gibt Ärzte, die geben ihr Wissen preis. Es gibt so viel. Hast du so eine DNA ausgemacht? Was braucht's im Branding? Also wenn du wirklich viral gehen willst, dann ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass man versteht, Viralität funktioniert nie von heute auf morgen. Also nie, auch wenn das manchmal so aussieht, ja, Leute sind von heute auf morgen riesig geworden, sind sie nicht. Glaub mir, selbst YouTuber, die jetzt gerade am Tag irgendwie 5.000, 10.000 Abos machen, du guckst in den Account rein und du siehst, angemeldet 2011. Ja, das heißt, die haben mal 6, 7 Jahre hochgeladen, ohne dass da viele Follower kamen. Mhm. Also das Erste, ich finde, das ist immer super wichtig, Viralität funktioniert nicht von heute auf morgen, weil wenn jemand mit 0 Followern eine coole Message rausgibt, sieht das trotzdem keiner. So hart es jetzt auch so hart es klingt, aber das muss man auch mal sagen. Die zweite Sache ist, du musst... Heißt im Gegenzug aber auch, dass jemand, der was Blödes sagt und 100.000 hat oder Millionen, hören es 1 Million, ist trotzdem dummes Zeug. Das stimmt. Und das ist halt natürlich ein riesiges Problem, weil diese Leute... ich war gestern bei einem Vortrag von beim Presseportal Frankfurt und diese Leute sind nicht reguliert. Das heißt, was momentan passiert, viele Influencer, beispielsweise auf YouTube, die machen ihre Videos und viele haben die gar nicht auf dem Schirm, aber die machen 100.000 Millionen von Views. Theoretisch können die ihren Impact auch zum Negativen benutzen. Klar, ich glaube sogar, es könnte wahlentscheidend sein. Weil es ist nicht reguliert. Mhm. Ja, auch ein Rezo zum Beispiel, der ein Video gegen die CDU macht, ohne da jetzt eine politische... Das ist das, wo das Millionen geguckt haben. Ja, genau. 22 Millionen. 22 Millionen. Ohne da jetzt einen politischen Kommentar abzugeben. Aber auch Rezo ist natürlich ein riesiger Influencer. Also Millionen von Views auf YouTube, egal was er hochlädt. Normalerweise ist der Typ bekannt dafür, dass er irgendwie so Essens-Challenges macht, so wie viel Burger kann ich essen und wie... Das ist auch schön. Ist halt auch schön. Und jetzt auf einmal macht er ein politisches Thema, aber auch hinter Rezo beispielsweise steht wieder ein Netzwerk, stehen wieder Leute, steht wieder jemand, der eine politische Richtung hat und ihn natürlich auch in gewisser Maße steuert. Ja, das ist das, was jetzt gerade wieder aufkommt. Also wer steht eigentlich hinter dieser Message? Ist das wirklich jemand, der einfach gedacht hat, hey, ich mache mal ein Video? Oder ist es dann doch instrumentalisiert und benutzt und konstruiert und so weiter? Die klassischen Medien haben ja lange sich schon so ein bisschen lustig gemacht über das Ganze, was da im Internet passiert. Haben dann irgendwann gemerkt, oh,
Die kriegen mehr Views als wir. Mein bestes oder mein Lieblingsbeispiel ist, dass eine große deutsche Zeitung über Gedankentanken geschrieben hat, wörtlich. Sie werden das Unternehmen nicht kennen, aber die haben Obama geholt. Und das Unternehmen, was keiner kennt, hat jeden Tag mehr Views bei weitem als diese Zeitung. Aber es findet in deren Kosmos nicht statt. Ja, weil im Kosmos meiner Mutter und meines Vaters auch nicht. Ja. Weil in den Vorständen der großen Medien oftmals Leute sitzen, die sagen, hey, weißt du was, ich brauche noch 5 Jahre in der Firma, dann gehe ich in Rente. In den nächsten 5 Jahren kriege ich den Shit schon noch durch, dann muss ich mich mit den neuen jetzt nicht beschäftigen. Ist leider Wahrheit. Also das ist halt der Grund, warum viele Zeitungen und auch das TV immer so viel Trash noch bringt, weil einfach nicht die richtigen Leute dort sitzen und sagen, hey, wir brauchen mal einen freshen Influencer oder wir müssen mal einen YouTube-Star holen oder so. Die einzigen, die das irgendwie schaffen, sag ich mal, ist vielleicht so Joko und Klaas Pro7. Sat1 Frühstücksfernsehen. Genau, diese, ja, natürlich Sat1 Frühstücksfernsehen. Ja, und, aber mit die, den Tieren, ne? Ja, klar, aber die schaffen es beispielsweise. Joko, Klaas schaffen es, die sind im Fernsehen oder sind durch Fernsehen bekannt geworden und gehen jetzt beispielsweise auf YouTube und rocken auch da den Markt. Also die schaffen beides. Du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du wünschst dir eine Regulierung da drin. Nee, ich wünsche mir nicht eine Regulierung, sondern... Na, für diese Werbevideos. Ach, für die Facebook-Werbung. Mhm. Ja. Ich wünsche mir eine Regulierung, was Claims angeht. Ja, weil Claims ist das große Problem. Also Claims, wenn du halt Versprechen machst, die... Oder wenn du in irgendeiner Art und Weise Versprechen machst. Das darfst du schon beim Arzt nicht machen, das darfst du bei Medikamenten nicht machen. Warum können Leute das in Werbung machen? Mhm. Also, dass Leute hingehen und sagen, hey, wenn du mein Coaching kaufst, dann wirst du zu 100% 5.000 Euro verdienen. Das sollte es nicht geben. Okay. Weil das sorgt halt dafür, dass Erwartungshaltung aufgebaut wird. Leute kaufen. So, vielleicht ist der Kurs gut, vielleicht ist auch das Coaching gut. Aber was passiert? Leute setzen nicht um, weil sie haben im Hinterkopf, ich mache die 5.000. Es wurde mir versprochen. Mhm. Also muss ich auch nichts machen. Was passiert? Sie machen die 5.000 nicht. Sind halt deshalb mies gelaunt, ja? Schieben die Schuld halt auf den Marketer oder auf die Werbung und so weiter, gehen raus und verbreiten beispielsweise, Online-Marketing funktioniert nicht oder dieses und jenes funktioniert nicht. Das ist ja auch einer der Gründe, warum beispielsweise Network-Marketing in so einem schlechten Licht ist, klar, weil einfach jeder kann es machen, es ist nicht reguliert. Das heißt, das jeder... Wie Speaken oder Coaching, genau. Also genau. Sind wir ehrlich. Das, und deshalb, jeder kann rausgehen und kann irgendwas erzählen. Ja. So, und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil Leute glauben leider irgendwas, klar, auch ganz oft. Und du machst ja ganz viel Dinge, die Journalisten auch machen. Also wenn ich mir so deine Videos angucke, das ist ja oft so, ich habe jetzt was entlarvt oder ich zeige euch jetzt was, was du so ein Hack oder irgendwas. Woher ziehst du denn dein Wissen? Hast du so einen super Influencer in Taiwan, der dir das gibt? Oder? Ja, ich bin mega schlau einfach. Nein. Nein, also, nein, also ich muss ehrlich sagen. Da können wir abkürzen. Ja, genau. Müssen wir ein Wasser? Ja, würde ich nehmen, ja. Ja. Weil es sieht irgendwie. Ja, ja, ich sage, wie das wirklich Wasser. Okay, ja. Gebrandet. Irgendwie. Natürlich. Ist gut. Gebrandet, ja. Da kaufen viele Leute diese Flasche dann, ja? Wenn man das brandet. Ja, stimmt. Finde ich aber cool auch. Ja. Nein, also ich lerne viel aus den USA. Und man muss ehrlich sagen, die USA ist gerade, danke, gerade im Bereich Social Media und Marketing ist die USA immer 1-2 Jahre voraus. Ja, alles, was da vor 2 Jahren irgendwie trendy war und cool war, das kommt jetzt hier. Was kommt jetzt? Bei uns? Hm. Dinge wie zum Beispiel TikTok. Ja, Plattformen wie TikTok, eine Plattform... Da ist ja gar kein Inhalt, oder noch nicht? TikTok hat hat demnächst fast so viele User wie Instagram. Ich weiß, es ist unfassbar. Und man muss sich immer... Die Leute sagen, am Anfang hat bei Instagram jeder gesagt, das ist für Kinder. Heute sagt jeder, Instagram TikTok ist für jeden. Kinder. So, und das Gleiche ist bei TikTok. Ja, es fängt mit Comedy an. Warum? Weil 96% der Leute wollen entertained werden. Sie gehen ins Internet, weil sie entertained werden wollen. Ist das auch ein Geheimnis von Leuten, die große Follower haben? Dass sie definitiv. Wenn du dir die YouTube-Kanäle guckst, dir die Top 100 YouTube-Kanäle in Deutschland an. 96 sind Entertainment, 4 sind Wissen. So, was machen jetzt schlaue Leute? Sie sagen, hey, ich nehme Entertainment, Wissen, kombiniere es und hole mir dadurch die Leute. Weil nur weil jemand entertained werden will oder funny Clips anguckt, ist er ja nicht per se dumm. Oder kann nicht irgendwie sich auch Content im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, klar, angucken. Auch ich gehe manchmal... Katzenvideos ist ja, genau, das Thema, ne? Ich gehe auch manchmal ins Internet und sage, ich will einfach nur lachen. Guckst du Katzenvideos? Aber ich gucke mir halt auch irgendeinen Scheiß an. So. Ich will einfach nur lachen, so Comedy. Einfach nur mal kurz ein Lacher, so ein 4-Minuten-Video und so weiter. Aber das machen halt viele.
So, und dann das nächste Video ist vielleicht eins im Bereich Psychologie oder im Wissenbereich oder Social Media. Das heißt, von vornherein zu sagen, okay, eine Plattform ist nur Funny Clips und deshalb ist es nichts für mich in meinem Business-Bereich, das ist halt one-sided. Also das ist halt zu einsichtig gedacht. Verstanden. Also nächster großer Trend, TikTok für Deutschland. Also ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, ob TikTok wirklich der nächste große Trend ist. TikTok ist jetzt und war schon vor 5 Monaten Trend. Okay. So, der nächste große, was ja, kommt genau jetzt? Virtual Reality, dass Leute wollen mehr in eine Welt reintauchen, ist ein riesengroßes Ding. Audio ist ein riesengroßer Markt. Alexa, definitiv. Leute, hätte ich zum Beispiel gedacht, brauche ich nie. Wir haben das jetzt seit 1,5 Wochen. Also ich bin natürlich auch Delfin. Das ist ja mega, ne? Schon, gell? Das ist ja mega. Beim Essen, du unterhältst dich, weißt was nicht, sagst es laut. Voice Search. Gestern, wir hatten Besuch aus Thailand, sag ich, hör mal, mach thailändische Charts. Da ist ja mega. Kommt das da raus? Ja. Tatsächlich sind 6 von 10 Suchanfragen sind per Voice. Also 6 von 10 geben das Ganze über Voice ein oder sprechen halt und fragen. Eine andere große Sache neben Audio, Virtual Reality ist definitiv auch Detox, also Social Media Detox. Wenn du den Hashtag beispielsweise Social Media Detox anguckst, über 1 Million Mal benutzt. Das heißt, Leute gehen ganz bewusst für einige Stunden, einige Tage raus aus Social Media. Hast du auch schon mal gemacht? Nein. Weil ich bin ganz ehrlich, habe ich glaube ich auch noch nie so geteilt. Ich habe es gemacht in meiner Ayurveda-Zeit und im Kloster. Die Videos habe ich hinterher hochgeladen. Das heißt, ich habe was gefilmt, aber nicht hochgeladen. Ich hatte wirklich 2-3 Tage Entzugserscheinungen, weil ich das so gewöhnt bin. Mhm. Und dann habe ich mit so einer Ayurveda-Ärztin geredet und sie sagt, das ist wie bei jeder, sie hat es wirklich gesagt, das ist wie bei jeder anderen Sucht. Sie brauchen ungefähr 5 Tage. Und das war für mich auch ein Alarmsignal in dem Moment. Ich werde es nächsten Sommer wieder machen. Mhm. Ziel ist diesmal 15 Tage komplett zur Seite zu legen. Das ist für mich jetzt im Kopf schon anstrengend, bin ich ganz ehrlich. Ja, also bei vielen Leuten ist es, oder viele realisieren, hey, ich verbringe zu viel Zeit vor meinem Rechner, zu viel Zeit vor meinem Mobile Phone. Und ich bin halt so der Meinung, das Mobile Phone, dieses iPhone, hat mehr Technologie als die erste Rakete, die wir zum Mond geschossen haben. Und das muss man sich halt klar machen. Das heißt, jeder hat so viel Technologie in seiner Hosentasche und du kannst so viel damit machen. Deshalb ist es eine riesige Chance. So, und Leute, die jetzt beispielsweise sagen, ja, geh nicht so viel ans Handy und geh nicht so viel an den Rechner und so weiter, das sehe ich nicht so, weil es auch einfach eine riesige Chance ist. Trotzdem finde ich es aber gut, sich selber zu regulieren und nicht abhängig zu werden, weil sind wir ehrlich, oftmals benutzen wir das Ding halt sinnlos. Mhm. Das heißt, wir haben einfach irgendwie 10 Minuten nichts zu tun, wir scrollen sinnlos durch die Chats. Mhm. Einige Leute verpassen sogar Meetings, weil sie sinnlos durch Chats scrollen, ja, oder sinnlose Aktivitäten auf Social Media. Wenn man das für sich bewusst macht, finde ich Social Media Detox super. Okay. Wenn man sein Social Media benutzt, um sich was aufzubauen, dann finde ich es aber genauso sinnvoll. Klar, dann ist es ein Geschäftsinstrument. Genau auch, das. Ne? Ja. Sehr spannend. Wir haben am Anfang gesagt, bevor ich dich dann noch frage, wie man mit dir überhaupt in Kontakt treten kann und mit dem, was du jetzt machst, dass das Publikum auch Fragen stellen darf. Deshalb würde ich gerne einmal den Raum aufmachen. Und nur nicht, dass du dich wunderst, ich werde die Frage einmal wiederholen, sonst hört man es hinterher im Audio gerne nicht. Ja. Ja, guten Abend. Ihr redet viel über junge Leute. Ich gehöre zu den jungen Leuten. Ich wollte mich auf jeden Fall erstmal bedanken für diese U18-Möglichkeit beim Self-Coaching. Gerne. Es ist wirklich krass. Wie ihr euch denken könnt, kommen viele Konflikte mit den Eltern bezüglich dem ganzen Thema Unternehmertum und so weiter. Einfach 2, 3 Tipps vielleicht, um den Eltern das mehr bewusst zu machen. Meine Eltern haben sehr klassische Ansichten in vielen Hinsichten, gerade so Abitur, Studium, dann kann das was werden. Die Frage des jungen Mannes war, wie bringe ich das, was ich will, meinen Eltern bei? Tipps, klassische Eltern, Abitur, Studium, Ausbildung versus ich möchte gerne andere Dinge tun. Was sagst du denn dazu, Tobi? Sehr clever, Herr Platzer. Da ich selber Kinder habe, glaube ich, dass es eine Mischung aus beiden Welten schon gibt. Also ich würde meinen Kindern persönlich nie vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Dennoch würde ich mich freuen und würde mir wünschen, aber ich glaube, das ist eher Prägung, dass sie die Schule beenden. Und dann würde ich das unterstützen, was sie träumen. Und wenn das ist, Social Media was zu machen, gerne. Wenn es was ganz anderes, würde ich das unterstützen.
Aber was sagst du, wenn die Eltern es nicht unterstützen? Du bist natürlich jetzt selber in dieser Welt drin, sag ich. Genau, dann kann ich nur sagen, dass es einen Punkt in meinem Leben gab, wo ich mich gegen meine Eltern durchgesetzt habe. Sonst wäre ich jetzt ein wahrscheinlich unglücklicher Anwalt oder vielleicht Kinderarzt, was übrigens tolle Berufe sind. Und ich wollte immer Kinderarzt werden, deshalb war ich im Rettungsdienst. Das war der einzige Grund, warum ich zur Feuerwehr gegangen bin. Ich wollte gucken, kann ich das irgendwie? Und dann habe ich mich irgendwann aufgelehnt und habe Network Marketing gemacht. Das war bei mir damals nur, um meinen Eltern zu zeigen, ich kann auch was anderes. Meine Eltern waren jetzt nach 20 Jahren letzte Woche das erste Mal bei der Tour bei mir. Oh, okay. Nach 20 Jahren. Krass. Ja. Und jetzt sind sie stolz auf das. Manchmal dauert es ein bisschen. War bei mir ehrlich gesagt genauso. Also meine Eltern waren strikt dagegen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Meine Mutter hat zu mir gesagt, wenn du das machst, Torben, enterben wir dich. Und das ist echt scheiße, weil meine Eltern haben schon ein paar Wohnungen und so. Und als Einzelkind... Um nochmal ein Statement zu droppen. Waren das schon rosige Aussichten? Nein, also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch so einen richtigen Cut mit meinen Eltern für 2 Jahre. Super wenig Kontakt gehabt. Weil ich einfach gesagt habe, hey, ich, es ist noch, gut, so reflektiert habe ich es nicht gesagt, aber heute würde ich sagen, ich verstehe, dass ihr euch Sorgen macht, ja, danke dafür, aber ich will trotzdem meinen eigenen Weg gehen. Früher habe ich es leicht anders formuliert und wir haben auch uns für 2 Jahre kaum gesprochen, weil sie dagegen waren. Und als sie dann gesehen haben, in Anführungszeichen, dass es funktioniert, weil Eltern haben ja immer nur Angst, dass du etwas machst, was nicht funktioniert und du reitest dich rein. Die wollen, dass du glücklich bist. Natürlich. So, und als sie dann gesehen haben, ich bin aber glücklich, es funktioniert und so weiter, war auf einmal alles in Ordnung. So, da waren meine Eltern dann viel toleranter. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt im Leben, egal ob es Eltern sind oder auch Freunde, wenn die einen zurückhalten wollen, an der einen oder anderen Stelle muss man einen Cut machen. 100%, ja. Ich kann mich sogar erinnern, dass meine Eltern, die haben mir das immer eigentlich unterstützt. Schwierig war der Rest der Familie und Freunde meiner Eltern. Meine Eltern, die waren da sogar cool, aber das war eine Riesendiskussion, wo dann Freunde meiner Eltern am Tisch mich in die Mangel genommen haben. Also und dann bin ich halt irgendwann weggezogen. So. Weil es ist halt immer, und das muss man sich halt bewusst machen, so hart es jetzt auch klingt, wenn es die Eltern sind, aber wenn man mit jemandem, also wenn alle in einer Komfortzone sind und jeder ist, sag ich mal, auf einem Nenner und jetzt bewegt sich einer raus, so sagt jetzt beispielsweise, ich will jetzt einen anderen Weg gehen. Bei mir waren es damals die Kollegen an der Uni. Wir waren alle auf, ich sag mal, ein Level. So, wir haben alle gesagt, hey, wir wollen 3-mal die Woche feiern, wir wollen chillen, wir wollen irgendwie durchkommen. Das war unser Level. Jetzt sage ich auf einmal, hey, ich gehe nicht mehr feiern. Ja, ich mache mich selbstständig, ich will ein eigenes Business haben. Es ist immer leichter für die, die zurückbleiben, zu sagen, hey, komm zurück, anstatt sich selber zu bewegen. Wie sind es heute bei dir mit deinen Eltern? Verstehen die, was du machst? Ich denke nicht. Aber meine Eltern haben, also verfolgen auf Social Media, haben sich so Accounts gemacht, ich sehe das manchmal. Das heißt, dann ist unten, siehst du als Kreis deine Mama, dass sie es guckt? Na, sie hat nicht so viel Reichweite, dass sie angezeigt würde, aber, aber sie hat schon mal reagiert auf eine Story oder so. Ich weiß, sie gucken es, sie hören auch den Podcast und fragen sich immer so, okay, ja, was passiert da so bei ihm? Aber sie tolerieren es und sie sagen quasi, hey, du musst glücklich werden, du musst dein eigenes Ding machen. So, es ist halt eine komplett andere Welt und das muss man halt auch immer verstehen. Also Leute, die, wenn deine Eltern dich zurückhalten wollen, es ist ja auch nicht, dass sie es böse meinen. Oder sagen, hey, du sollst es nicht machen, sondern es ist einfach eine andere Welt. So, ich habe meiner Oma auch, ich habe nie geschafft, ihr zu zeigen oder ihr beizubringen, wie Instagram oder so funktioniert. Sie hat es einfach nicht geschnallt. So, und ich habe dann irgendwann auch gesagt, du weißt was, Oma, für dich ist auch nicht wichtig. Meine Mama hat mir jetzt Emojis geschickt. Die hat sie kommuniziert, aber nur noch mit Emojis. Ja. weil sie die entdeckt hat. Ich glaube, das Spannende, wenn man, weil diese Frage kommt eher 5-mal am Tag wahrscheinlich bei dir und bei mir an. Ich glaube, das Wichtigste ist da zu sehen, wen frage ich um Rat. Und so, ob wir wollen oder nicht, wir wollen diese Absolution der Eltern haben. Das will jeder. Das ist so tief. Klar. Diese kleinste Einheit, Familie, ist, weil wir haben, du hast. Wahrscheinlich, wann bist du ausgezogen? Wie alt warst du? 19. Das mit 19 Jahre lang den engsten Raum geteilt. Und das ist Prägung. Und ich habe mir halt irgendwann dann die Frage gestellt, ich weiß nicht, wie das bei dir war, meine Eltern können mir gar nicht bei allen Dingen Tipps geben, weil sie haben ja gar nicht das, was ich haben möchte. Und das war dann irgendwann die Ratio, wo ich dann auch aufgehört habe, meinen Vater um Tipps zu fragen, wie man Mitarbeiter führt und wie man das aufbaut.
woher soll er das wissen? Dafür liebe ich ihn aber trotzdem genauso. Ich weiß nicht, kannst du das ein bisschen... War das 100%. Also ich bin da ganz rational. Jeder hat eine andere Vorstellung von seinem Leben, was er haben will. Also jeder hat seinen Lifestyle im Kopf, den er haben will. Einige Leute gehen genau den Weg, um den zu bekommen. Meine Eltern zum Beispiel waren mit ihrem Lifestyle super happy. Die haben genau den Weg, die sind genau den Weg gegangen, der dazu geführt hat, dass sie das haben, was sie haben. Sie wollten nicht mehr, nicht weniger. Sie wollten nicht mehr Zeit reinstecken. Sie wollten nicht mehr Geld. Es war einfach genau das, was sie wollten. So, mein Lifestyle sah aber ganz anders aus. Und ich sage jetzt nicht unbedingt mehr Geld, aber ich wollte mehr Freiheit, ich wollte viel reisen. Meine Eltern zum Beispiel reisen nicht gerne. Die bleiben innerhalb von Europa. Die fliegen in die Türkei, die fliegen nach Spanien. Mhm. Ja, die überwintern dort oder sind dort gerne. Überwintern, das klingt wie aber, Zugvögel. Aber, ja gut, aber ich will halt in die USA. Als ich zu meinen Eltern das erste Mal gesagt habe, ich will in die USA, hat meine Mama gesagt, mach nicht, das ist gefährlich. Mhm. Ich habe gesagt, warum soll USA gefährlich sein? Und meine Oma sagt, ja, da werden Menschen erschossen. Ja? Womit sie recht hat. Ja, es stimmt, aber... In Limburg auch, auf der Straße. Ja. Ja, das ist. Ja, passiert. Passiert. Ja, ja. Erschlagen, also ist noch schlimmer. Aber um mal mit was Positivem zu enden, wo weitere Fragen noch? Und dann habe ich noch eine am Ende. Jetzt kommen noch ganz viele. Yes. Tobi, du hast ja immer nochmal gesagt, dass du jetzt Social Media ist wichtig oder auch Tom für dich als vielleicht irgendwann zufälliger Papa. Wie geht man mit Kindern da dran, also an dieses ganze Thema? Ne? Weil du gesagt hast, man hat eine, was ich, eine Rakete quasi, also das Steuerinstrument in der Hosentasche, mit dem du alles machen kannst, aber ne, man hat diese Generation, dann hat also zum Beispiel die 14-Jährige, die aus der Schule nur bei WhatsApp den ganzen Tag, also wo kann man als Eltern so, Gary Vee sagt ja, ich bin kein Freund von Taktiken, aber von Religion, also was ist so ein Leitsatz oder was ist sowas, was man über das Ganze, nicht jetzt 4 Stunden so oder 2 so, das ist Taktik, aber was kann man so da drüber hängen, einfach so, um als Familie da noch beieinander zu bleiben, dass es eben nicht so auseinanderklafft, der Papa, der keine Ahnung von Facebook hat und sagt, das kriegst du nicht, weil ich es nicht kenne, oder also, kann man das, wisst ihr, was ich meine, dass es ein bisschen greifbarer macht, für, dass man als Familie beieinander bleibt? Also die Frage eines Vaters war, der Umgang mit einer 14-jährigen Tochter, die bei WhatsApp hängt, und der Vater, der sagt, wie reguliere ich das? Und dann hat er noch, hast du noch gesagt, Gary Vee sagt, sag den Satz nochmal. Also er ist kein Freund von Taktik. Kein Freund von Taktik, sondern von Religion. Also wie würdest du es machen, wenn du Kinder hättest? Du hast ja noch keinen, oder? Nee, also nicht wissentlich. Ja. Ich würde halt viel Aufklärung leisten. Das heißt einfach, also das Internet ist Chance und Gefahr in einem. Aber so ist eigentlich alles irgendwo im Leben. Deshalb, ich würde viel aufklären. Aber ich würde trotzdem, wie du auch sagst, ich würde jetzt keine Richtlinien reinbauen, weil das Internet funktioniert halt beispielsweise auch nicht mit so Parametern wie, du darfst 60 Minuten das Internet benutzen. Weil ganz ehrlich, und das nehmen wir die 14-Jährige, deine Tochter, du würdest gerne, dass sie mit dir am Tisch sitzt und sie hängt die ganze Zeit. Ich bin ehrlich, ich saß auch nicht am Tisch. Ja, okay. Also als ich saß mit 14 auch nicht am Tisch. Und meine Eltern haben mir mein Essen vor die Tür gestellt. Ja, in so einer Klappe. Haben geklopft und ich habe, ja, es ist wirklich so. Sie haben geklopft an der Tür, so nach dem Motto, das Essen steht da. Und ich habe gesagt, Mama, warum klopfst du jetzt? Ich bin im Teamspeak. So, das hören doch auch meine Leute so, dass du hier an meine Tür klopfst. Ja, das ist ja der Unverschämtheit, dass ja. Du dir das Essen vor die Tür stellst. Fand ich auch. So, deshalb, es ist halt... Das wünschst du dir, oder? So hättest du es gern für deine Tochter. Nein, aber ich glaube, am Ende ist es immer das Leichteste zu kommunizieren. Hm. Also wenn man sich das wirklich wünscht, wenn meine Eltern mir Dinge verboten haben, wollte ich es erst recht machen. Wenn meine Mutter gesagt hat, hey Torben, es wäre wirklich schön, wenn wir Weihnachten abends zusammensitzen können, dann habe ich auch kommuniziert und auch verstanden und habe das auch eingesehen. Ich muss gerade so lachen, ich kann mich an einen Moment erinnern. Meine Frau Rita, die war total gegen Zeichentrickfilme für die Kinder. Und wir sind nach, da war der Emil 2,5, da sind wir nach Thailand geflogen. Und der hatte diese Kopfhörer auf und Rita und ich sind eingeschlafen, eine Stunde nach Take-Off. Und der Kleine sitzt 12 Stunden später mit offenen Augen, leichenblass, vor, wirklich an diesem Monitor, weil der hat 12 Stunden lang, weiß ich was, war Aladdin oder Cinderella geguckt. Das war genau das Phänomen. Konsumiert. Kann nicht genug, genau, wenn er zu Freunden geht, die Playstation oder so haben. Da sitzt er Stunden, klar. Schwieriges Thema, großes Thema. Nicht schwierig, aber groß. Definitiv. Aber ich glaube, Kommunikation ist am Ende der einfachste Weg. Ja. So, weil Indikatoren wie, du darfst das 60 Minuten machen, ich kenne das selber, es fuckt dann halt ab.
Weil du musst halt, vielleicht willst du halt 1,5 Stunden was machen oder du willst 2 Stunden was machen oder vielleicht geht dieses Event, wo du dabei bist. Stell dir vor, man chattet gerade mit jemandem und es ist halt ein wichtiges Thema für die 14-Jährige. Es geht um den ersten Jungen oder irgendwie so und dann kommt auf einmal die Familie und sagt, hey, ab jetzt kein Handy mehr. Hm. Ich würde halt auch ausrasten. Hm. Also ich, gut, ich bin jetzt kein Vater. Wie gesagt, ich würde meine Kinder, was das angeht, glaube ich, auch antiautoritär erziehen, weil ich selber gemerkt habe, je weniger Regeln man gibt, desto weniger Scheiße baut man auch. Hm. Weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Verstanden. Viele Wege führen nach Rom. Emil ist jetzt auf einer Waldorfschule, da dürfen die zum Beispiel keine elektronischen Geräte mit in die Schule nehmen. Also es ist, glaube ich... Kein Aladdin mehr. Kein Aladdin in der Schule, nee. Das hier waren noch 2, 3 Fragen und dann müssen wir zu Ende kommen. Wir reden schon so lange, ja. Erstmal vielen Dank für deine Klarheit und deinen Fokus, den du reinbringst in diese Themen. Das fällt mir ganz besonders bei dir auf. Wenn du mir erlaubst, 2 Fragen. A, wie hältst du den aufrecht, diesen Fokus und diese Klarheit? Hast du da irgendwie Hacks und Tricks? Und das Zweite, ich schätze dich auch so ein, dass du ein Fan von Alternativen bist. Und du hast über Erfolgsversprechen oder Claims gesprochen. Mhm. Hast du da vielleicht auch einen Anstoß, was man anstelle dessen tun sollte? Also einmal Fokus und Klarheit und einmal Erfolgsversprechen. Genau. Frage 1, wie behältst du Fokus und Klarheit in deinem Leben? Und Frage 2, was ist die Alternative zu dem, was er jetzt gerade macht? Oder? Nee, anstatt die Regulierung von Claims. Ah, okay, anstatt die Claims zu regulieren, ja. Ja, also Thema Fokus und Klarheit. Ich glaube, wenn du halt wirklich das machst, was du machen willst, dann ist das halt der einzige Weg. Also ich war schon immer so ein Typ, ich habe immer nur eine Sache gemacht. So, ich war nie ein Typ, der viele Sachen gemacht hat. Auch zum Beispiel deshalb, wenn ich eine Freundin habe, ist es bei mir ganz schlimm, weil ich fokussiere mich dann auf diese Beziehung. So, und ich stecke sehr, sehr viel Zeit da rein. Ist das schlimm? Ja, es kann schlimm sein beispielsweise. So, deshalb bin ich auch meistens Single. Aber wenn du halt in diese Beziehung sehr viel reinsteckst, dann gehen halt andere Sachen zu Bruch. So. Und bei mir war es aber oft so, ich habe ein Business genommen und ich habe alles da reingesteckt. So, das ist, ich glaube, es ist nicht schwarz-weiß, aber du bist gut in dieser Sache dann und du verpasst halt andere Sachen. Aber ich glaube, daher kommt mein Fokus. Also das ist einfach so meine Natur. Ich habe eine Sache und wenn ich die liebe, dann mache ich die halt mit voller Disziplin und vollem Fokus. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand fragt, wie motivierst du mich, sage ich immer, hey, was ist die Alternative? Also was ist die Alternative von motiviert sein? Depressiv, unglücklich, nicht motiviert, aufgeben? Und das ist für mich keine Option. Deshalb, ich habe immer nur mein eines Topic. Ich bin so ein bisschen Autist, glaube ich, was das auch angeht. Ich bin in anderen Sachen, ich habe zum Beispiel gar keinen Orientierungssinn. Also wenn du mich irgendwo aussetzt oder die Toilette sind 2 Treppen oder so, dann kommt Martin schon immer und schreibt so, so kommst du wieder, weißt du, wie es zurückgeht? Also ich bin so fokussiert immer auf eine Sache. Ich kann gar nicht nebenbei so denken. Und zu dem Thema Claims, ich glaube, das Problem ist einfach Erwartungshaltung. Wenn jemand ein cooles Angebot hat, nehmen wir mal Tobi. So, du hast deine Public Speaking University. So, du bist ein sehr guter Keynote Speaker. Du hast deine Programme, du hast einen riesigen Impact auf Leute. Jetzt kommen andere ganz klar und sagen, hey Tobi, coach mich, wie ich auch so ein guter Speaker werde. Es ist völlig legitim. Du hast ein geiles Produkt, es gibt das Angebot, ja, Angebot, Nachfrage. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, du kannst bei mir speaken lernen und du wirst zu 100% 50 Mal im Jahr gebucht und wirst damit 100.000 Euro im Monat verdienen. Das ist halt dann dieser Sprung, den man eigentlich gar nicht braucht. Mhm. Wir haben im Network immer oft gesagt, wenn jemand übertrieben hat, weißt du, er saß da, hat beispielsweise 3.000 Euro im Monat verdient, sitzt da und sagt, ich mache 6.000. Und dann habe ich danach immer zu ihm gesagt, schau mal, du machst 3.000 Euro. Die Wahrheit ist gut genug. Mhm. So, wenn du ein Produkt hast, so das Wasser löscht deinen Durst, ja, für jemanden, der durstig ist, es ist gut genug. Du musst nicht sagen, wenn du das Wasser trinkst, kriegst du Superkräfte. Mhm. Ne? Und genauso ist es, glaube ich, auch mit Werbung. Du kannst einfach ganz normal dein Angebot rüberbringen, aber du brauchst gar nicht diese Superlative, die nicht da ist. Ne? Das machen ja Leute immer nur, weil sie den Shortcut wollen. Sie denken, hey, wenn ich da jetzt möglichst viel noch erfinde, ja, wenn du dieses Wasser trinkst, dann wachsen dir neue Haare und du siehst besser aus und deine Haut wird rein und das passiert und das passiert. Dann denken sie, kaufen es mehr Leute. Mhm. Das Problem ist, nach einiger Zeit kaufen es viel weniger. Weil wenn du das Wasser dann trinkst und du merkst, ich krieg diese Superkräfte nicht, dann kaufst du es halt nie wieder und erzählst allen anderen, hey, kauf das scheiß Wasser nicht. Und da sind wir bei dem Thema vom Anfang, dass du gesagt hast, du hast ein paar Sachen runtergenommen, weil das viele junge Leute verleitet, in eine Welt zu gehen, wo eben auch echt viele Gefahren stecken. Ne? Ich muss ehrlich sagen, dass ich aus meiner Perspektive, ist immer subjektiv, ich glaube, ich habe nie Werbung geschaltet mit Claims. Mhm.
Sondern ich habe sie runtergenommen, weil ich nicht in die Schublade gesteckt werde mit Leuten, die Claims in ihren Werbung haben. Wir haben gerade umgebrandet von Public Speaking University in Richtung Academy, weil ich bin keine University. Kam mir zum Beispiel im Kloster. Das ist too much. Genau, es ist too much. Es ist too much. Deshalb haben wir es umbenannt. Und das sind so Dinge, ich glaube, da kommt man dann irgendwann hin, dass man das auch nicht mehr so braucht. Ne? Und ich glaube, in dem Moment, wo man für sich selber sieht, die Wahrheit ist gut genug, wird man viel mehr Erfolg haben, als wenn man das, was man hat, versucht, immer größer aussehen zu lassen. Ja, das stimmt. Ich fand es richtig spannend. Ganz am Ende darfst du dir noch eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 77. 12. Was fragen Leute dich nie, von dem du dir aber wünschst, dass sie das endlich mal fragen? Wie geht's dir? Das sagt wirklich nie jemand. Also wie geht's dir, fragt eigentlich nie jemand. Weil es Torben Platzer immer gut geht und weil bei ihm immer alles läuft und er ihm die Smoothies gemacht werden. Nee, ich glaube, Leute vermeiden Smalltalk, weil sie wissen, dass die Zeit begrenzt ist. Und wie geht's dir, muss ja nicht Smalltalk sein, das kann ja auch deep sein. Wenn es deep ist, glaube ich, dann sehen Leute für sich selber vielleicht nicht den Benefit in der Antwort. Und die meisten Leute sind so gepolt, dass sie eine Frage stellen wollen, die ihnen selber halt einen Mehrwert bietet. Was ich auch gar nicht verurteile, weil wenn ich mit jemandem Zeit habe und ich kann ihnen irgendwie zwei Fragen stellen, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht fragen, wie es ihm geht. Okay. Sondern ich würde halt auch aus diesem Gespräch den Benefit rausholen wollen. Aber du wünschst dir, dass mal jemand fragt? Puh, ist schon nett, ja. Wir sagen ganz, ganz herzlich Dankeschön fürs Anhören, fürs Zuhören an das Publikum hier im Raum. Und wenn man dich gerne näher kennenlernen möchte, was ist dein Lieblingskanal? Ist es YouTube? Ist es Instagram? Du hast ja viele, die groß sind. Ja, also Instagram, YouTube und der Podcast. Mhm. Also man findet mich überall unter Torben Platzer. Selfmade ist halt zum Beispiel Selfmade Podcast, ist unser Podcast. Aber Instagram ist immer das Medium, wo man mich zumindest am besten erreicht. Mhm. So, ich lese wirklich jede eigentlich Private Message. Und versuche auch so vielen wie möglich dort zu antworten, auch wenn es nicht immer funktioniert, aber das ist so der leichteste Kanal. Cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns hier im Bewohnerfrei-Podcast. Seid so lieb, bewertet diese Folge auf dem Kanal eurer Wahl oder macht einen Screenshot bei Instagram und dann sehen wir das. Torben Platzer, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.